So, einen haben wir noch. Und zwar, es gibt ja von allen Kölner Gruppen, von den Menfis, von den Höhnern, von allen immer eine große Liebeserklärung auf unsere Stadt Köln. Wir haben auch ein Lied auf unsere Stadt Köln. Ist aber ein bisschen frecher, weil es ja ein frecher Jugendchor ist. Und zwar, Köln ist wo einfach ja nichts drüber geht. Ich weiß ja nicht, weil ich noch labern soll. Wir sind Milo auf der Bühne, sind
Wir trinken vorher ein bisschen Fanta und Cola. Nee, aber wir flüchten im Saal, schmeißen euch ins Fürstelle. Michael Kokott oder Kokott? Kokott. Okay, Michael Kokott. Dominik. Hi Dominik. So, ich glaube, man hat euch noch gar nicht alle so gehört. So, ne? Deshalb müsstet ihr, glaube ich, damit man noch mal so ganz genau weiß, wie toll ihr auch seid, noch eine klitzekleine Zugabe geben. Ich dachte, wir müssen jetzt rotieren. Ne? Die letzte Reihe war vorne. Ja, machen wir sehr gerne. Vielen Dank. Es hat uns auch großen Spaß gemacht hier bei Ihnen. Das ist toll. Vielleicht können wir nochmal wiederkommen, wenn ihr Lust habt. Warum in die Ferne schweifen, wo das Schöne doch so nah ist? Wir wohnen doch direkt hier nebenan, in St. Stephan. Ja, ich habe ja eben davon erzählt, ne, die Weihnachtsbäume stehen noch und jetzt ist schon wieder Karneval und deswegen wollen wir jetzt auch ein bisschen fromm enden mit dem schönen Halleluja von Brings, dass auch schon wieder Karneval ist. Das kennt jeder, deswegen jetzt mal alle von den Stühlen hoch und unsere Annika wird sie dabei begleiten.
der schnellen Sänger. Kommst du gerade ein Sänger von der schnellen Sänger? Nein. Ja, ja, wirklich. Sie sind auch Menschen. Okay. Du kannst nicht schnell singen. Dann hoffe ich, dass du da auch wieder gut ankommst. Habt ihr noch einen Ton? Ja, wenn ihr wollt. Ne? Ja. Morgen steht es in der Zeitung, im Internet kann man das jetzt, wie sieht das denn aus, ein Jugendkoordinator hat Kölsch in der Hand, ne? So, jetzt machen wir mal einen auf seriös. Ich habe eben schon im Internet gelesen, was morgen in der Zeitung steht, dass der Dom gefährdet ist, einzustürzen durch die Linie 5, die unterm Dom hervor, der U-Bahn runterfährt, ne? Die muss jetzt Tempo 20 fahren am Dom, damit der Dom nicht zusammenstürzt. Deswegen unser Lied, sing mit uns, solange der Dom noch steht, ne? Das ist vor 2 Jahren geschrieben worden, als hätte er es schon gewusst. Also er wird sicherlich auch die nächsten 100 Jahre noch stehen, solange wir leben. Und das wollen wir jetzt singen, es ist ganz leicht mitzusingen, la la la. Thank you.
Dankeschön und viel Spaß noch!